Hartwald TV wird Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg. Ja, nach einer Vorbereitung ist es wirklich schwer einzuschätzen. Ich denke, wir haben jetzt super zueinander gefunden. Wir haben gute Ergebnisse erzielt in der Vorbereitung. Aber davon können wir uns jetzt überhaupt nichts kaufen. Die Runde beginnt jetzt am Sonntag in Kiel. Es wird ein schweres Spiel und ich denke, wir sind gut beraten, dass wir den Schwung mitnehmen, dass wir selbstbewusst auftreten und dann hoffentlich in Kiel auch mit 3 Punkten ja, starten. Es war sehr einfach. Also die Jungs haben das den Neuzugängen wirklich einfach gemacht. Sind sehr kollegial und da ist keiner dabei, der einem das Gefühl gibt, man kommt jetzt aus der 4. Liga und ist da jetzt erstmal, keine Ahnung, unten durch oder sonst was. Die sind durchweg positiv und ja, wir unternehmen auch ab und zu was privat zusammen und von daher war es für alle Neuzugänge echt einfach. Ja, also erstmal sportlich gesehen im Training ist einfach viel mehr ja, Leistungsdichte da. Da sind jetzt nicht nur 3, 4 gute Spieler im Training, sondern da sind alle richtig gut, da ist ein hohes Tempo dabei. Alle Spieler können was am Ball und wir werden auch ordentlich gefordert vom Trainer im Training. Und ja, abseits vom Platz ist natürlich, wird hier auch eine große Professionalität gelebt. Allein auch die Pressetermine und ja, die Aufmerksamkeit bei den Testspielen. Und von daher merkt man da schon, dass man da jetzt 2 Ligen höher ist. Und ja, die Spannung steigt jetzt natürlich. Und ich denke mal, das wird noch weiter wachsen, wenn jetzt die Runde losgeht und wenn es dann um die wichtigen Punkte in der 2. Liga geht. Ja, ich gebe euch recht, die werden natürlich eine breite Brust haben, die sind aufgestiegen. Meines Wissens haben die jetzt auch nicht so viel am Kader verändert, also eine eingespielte Truppe, eingeschworener Haufen. Wir haben natürlich auch unsere Qualitäten. Wir haben jetzt gut gearbeitet in der Vorbereitung, sind als Team, haben wir zusammengefunden und haben gute Ergebnisse erzielt. Wir können eigentlich, ja, selbstbewusster hochfahren, können sagen, dass wir auch eine hohe Qualität haben in unseren Reihen. Wir haben einen riesen Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft und von daher sollten wir da ja, bestrebt sein, dass wir da mit 3 Punkten dann nach Hause fahren. Hartwald TV wurde Ihnen präsentiert von Intermedia Heidelberg.